Bitburger Mittelrhein-Pokalfinale zwischen dem Bonner SC und Fortuna Köln. Vom äußerlichen Rahmen her ein klares Heimspiel für den BSC. Das Finale zu Hus vor über 6000 Zuschauern im Sportpark Nord. Für ihn war es ein ganz besonderes Spiel. Fortuna-Kapitän Daniel Flottmann, es soll sein letztes sein. Nach 5 Jahren wird er die Kölner Südstadt verlassen. Rein in ein kurzweiliges Finale, keine Abtastphase vom Start weg, gab es Torraumszenen in Hülle und Fülle. 5. Minute, 1. Szene von Damani. Wir müssen den Gegner dominieren, so die Forderung von Trainer Uwe Koschnert an seine Elf. Und dieser Forderung kamen sie nach. Mimbala, 15. Minute, 2. guter Abschluss für den Drittligisten. Der BSC brauchte eine Viertelstunde, um reinzufinden, aber dann legte man die Nervosität ab. Der Schuss von Sumora, stark gehalten von André Poggenborg. Und diese erste Möglichkeit, ein echter Mutmacher für die Hausherren. Wieder die Flanke von rechts und wieder ist Poggenborg zur Stelle. Starke Phase vom BSC Mitte der ersten Halbzeit. Der Regionalligist erarbeitete sich ein Chancenplus. Wieder die Flanke von rechts, Musculus. Dickste Möglichkeit bis dahin. Er weiß es selber, den muss er machen. Aber der BSC war drin in diesem Finale und sie hatten die Fans im Rücken. Die Fortuna tat sich schwer, Chancen zu kreieren. Meist half dann nur der Schuss aus der Distanz. Markus Pazurek an den Pfosten. 38. Minute. Beiden Teams merkte man an, dass sie unbedingt in Führung gehen wollten. Die Fortuna kam mit Tyson, wieder Pfosten und dann der Ball im Tor. Aber Damani winkt ab, er stand zuvor im Abseits. Ein absolut offenes Spiel in dieser ersten Halbzeit. Und der BSC immer lauernd auf den Kölner Fehler. Krempicki gegen Uafero, aber nicht vorbei an Poggenborg. Trotzdem der BSC zur Halbzeit bejubelt von den über 6000 Zuschauern im Sportpark Nord. Zweite Hälfte und diesmal kam der BSC besser rein. 56. Minute. Wieder Musculus. 20 Tore in der Liga. Heute wollte es noch nicht klappen. Uwe Koschinat, der Blick sorgenvoll. Seine Mannschaft in dieser Phase ohne den nötigen Zugriff. Ein Klassenunterschied sowieso nicht zu erkennen über die gesamten 90 Minuten. Musculus macht das Spiel schnell und Schumacher lässt den Sportpark explodieren. 1:0, 57. Minute, Dario Schumacher, die Führung für den BSC. Ganz entscheidend, der Balljunge am unteren Bildrand. Dadurch kann Musculus das Spiel schnell machen. Die Fortuna im Zentrum blank und Schumacher trifft den Ball perfekt. Führung für den Außenseiter. Und die Fortuna hatte eine Antwort mit Pazurek, mit Alibas, mit Pazurek und Michel. Ganz starke Parade des Bonner Schlussmanns. Die Mega-Chance für Pazurek zum Ausgleich. Vereitelt von Michel. Wir springen in die Schlussphase. 80. Minute, es wird knifflig. Der Zweikampf, Tyson gegen Dick, kein Elfmeter, sagt Schiedsrichter Dominik Jolk. Glück für den BSC in dieser Szene. Der Kontakt ist da, den Elfer gab es nicht. Der Fortuna rannte die Zeit davon und vor allem verzweifelten sie an Martin Michel. Nächste Riesentat von Bonds Nummer 1. Dann die 90. Minute. Der Zweikampf von Flottmann gegen Somua. Der Fortuna-Kapitän hatte schon gelb gesehen und muss anschließend mit Gelb-Rot vom Platz. Ein ganz bitteres Ende für den 32-Jährigen. In seinem letzten Spiel für die Fortuna muss er von draußen zusehen, wie der Bonner SC auch die letzten Sekunden über die Zeit rettet und letztendlich verdient das Finale im Mittelrhein-Pokal gewinnt. Der BSC packt die Sensation. Dario Schumacher, der Mann mit dem goldenen Treffer, und nach fast 40 Jahren steht der BSC wieder einmal im DFB-Pokal.